Hey Internet, weiter geht's mit einem neuen Part von Lara Croft in Tomb Raider. Und die unendliche Brackenstadt, wir sind immer noch dabei. Ich glaube, wir haben auch schon viel geschafft jetzt hier. Und die sind wieder ganz oben geklettert wie ein Affe. Und hier lag sogar noch was für uns. Es ist gar nicht mehr so leicht hier runterzukommen, fürchte ich. Ah, geht schon. Und hier wartet auch noch ein optionales Grab auf uns. Nein, einfach runter da, ja? Ah. Und eine Menge andere Sachen. Ich glaube, was ich jetzt mache, ist, ich gehe nochmal eben in die Richtung runter. Geht das überhaupt so einfach, wie ich mir das denke? Vielleicht werde ich euch in zwei Teile geteilt. Das mache ich dann lieber erstmal nicht. Ich weiß aber, wo es runtergeht, und zwar hier um die Ecke. Okay, unteres Level. Ja, ich mal gucken, falls die da irgendwelche Bösewichte meinen, mich anfallen zu müssen. Aha, aha, aha. Oh, hier ist eine Reliquie. It's a ceremonial drinking vessel from the Song Dynasty. Beautiful craftsmanship. Craftsmanship. Boah, was die Frau alles weiß. Die Song-Dynastie, die Ying-Dynastie. Oh, die hat halt richtig gut Archäologie gelernt. Keine Ahnung, ob das Archäologie ist, wo man sowas lernt. Ach, so krass ist das jetzt. Man sieht die Dinger durch alles durch. The Solari, my warriors of the sun. They have grown strong in number. And I have discovered everything I require to move my plans forward. It is time for us to move inland. We will build our city high up in the mountains around the old palace. From there, we can protect ourselves from the Oni Guardians, and I can access all points on the island swiftly. I must be prepared to capture anyone who comes to this place. I now know what I seek. The key to escaping this place. And perhaps much, much more. It may take years, but I will find her. Jo, alles klar. Das ist hier die Stadt, von der ihr redet. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen richten, rund um den alten Palast. Und ich glaube, das ist der Palast, und wir sind hier halb in der Barackenstadt. Okay, wo bin ich jetzt schon wieder? Ich glaube, das ist Richtung Weg zurück, aus dem ich gekommen bin. Meine Güte. Wieder total verwirrt. Und da war ich gerade. Und da habe ich das Ding jetzt genommen. Hier links gibt es Pfeile. Und hier vorne kann man was durchschießen. Dadurch komme ich näher bestimmt an das Ding ins Rand. Oh, da war was zum Nehmen. Ist ein Geocache versteckt etwa, oder was? Ah, ne, eine Pflanze. Okay, da muss ich auch nochmal irgendwie hinkommen. Das wäre ganz toll, glaube ich. Okay, da ist der Windmühlenturm. Und genau, hier muss ich lang. Das habe ich eigentlich auch schon längst erledigt. Aber wir machen alles kaputt, was wir kriegen können von diesen Pennern. Gibt es hier oben was drauf, was sinnvoll ist, dass man hier lang rennen muss? No. Aber von da ist man ja gekommen. Und dann zuerst durch diesen See durch. Und jetzt will ich noch wissen, ja, hier kann man wieder hochklettern nachher. Da blinkt doch was schon. Aha. Fehlen ja nur noch 5. Hier bin ich gerade runtergelatscht. Da ist das nächste Geocache. Sehe ich. Und dann konnte man hier jetzt wieder was reinschießen oder freischießen, oder? Also, ich muss dafür hier runter.
mein Gott. Ah, das war alles nur für diese eine Lebensmittelkiste hier, oder was? Mal und einen schönen Ausblick. Sonst gibt's hier aber nichts, oder? Na, man könnte von hier aus in den Bereich kommen. Aber der kommt man auch mal anders nochmal hin, glaube ich. Ob das jetzt eine Abkürzung ist, weiß ich auch nicht so genau. Und was wäre denn hier drunter noch? Ja, kann ich nicht erkennen. Wenn Lara sich bloß einmal hinknien könnte. Okay, hier muss eigentlich noch ein Geocache versteckt sein irgendwo. Das wird jetzt aber brenzlig. Machen wir mal den kleinen Cheat. Oh, hier ist es jetzt. Sehr gut. Damit sollte ich ziemlich viel geschafft haben. Okay, den unteren Teil hier angeguckt. Sonst war hier, glaube ich, erstmal nichts weiter. Mal weiter in die Richtung geguckt. Was haben die hier gebaut? Das Fundament dieses Dings habe ich jetzt auch schon ziemlich gut durchsucht. Und hier ist Gestrüpp, man kommt nicht weiter. Was soll ich jetzt schon wieder entdeckt haben? Oh mein Gott. Das wird ja krass, ob man da auch jetzt wirklich hinkommt. Das will ich mal sehen, auf welcher Ebene sich das befindet. Da, ist ja auch nicht so hammermäßig. Dann sind wir jetzt doch schon in diese Höhle reingerannt von denen, ja? Ich hätte zuerst schon gedacht, dass man es irgendwann tatsächlich nochmal schafft, auf dieses Ding hier hochzukommen oder sowas. Aber da wird es, glaube ich, keine Hochkommen geben. Das ist nur noch... Okay, betreten wir mal deren Höhle. Denn ich glaube, da unten habe ich ja einigermaßen alles abgesucht, denke ich. Oder nicht? Doch, habe ich. Hier gibt es Treppen runter. Sogar richtig schön bis nach ganz unten. Allerdings habe ich hier noch was gesehen. Eine Lebensmitteltruhe. Oh, und das wird mal dick EP geben hier. Und die verarbeiten echt Metall hier. Riesige Hochöfen. Wir brauchen keine Pfeile mehr. Und hier gibt es so viel Bergungsgut, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ist das zum Abschießen? Ja, wenn ich denn da reinschießen könnte. Aber das kann man, glaube ich, vielleicht. Nee. Keine Ahnung, ob das so gedacht ist, dass man sich das irgendwann mal antut. Musik, hör auf, so abzugehen. Okay, ich glaube, hier waren wir jetzt tatsächlich überall schon. Voll der krasse Weg hier hingebaut. Von dem ich aber nicht sicher bin, ob man den wirklich braucht. Ich sehe da auf jeden Fall jetzt keinen besonderen Sinn drin. Doch, das ist tatsächlich alles Bergungsgut da drin. Wäre ziemlich genial, wenn ich das schaffen könnte. Aber ich weiß halt nicht wie. Gehen wir mal runter und gucken uns das mal an. Sorry, Lara.
Okay, hier unten ist nichts weiter. Ob man da dran springen kann? Also von unten ist auf jeden Fall zu. Ach, sind diese Löcher, kann man durch diese Löcher, sind das, ist da auch ein Gitter vor oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Lass mal gucken. Eins, Feuerfeil, war, jawohl, geschafft. Zwei, Feuerfeil, jawohl, war, geschafft. Oh, genial. So ist das gedacht. Und nicht verschwinden, ihr Lootboxen, okay? Ich glaube, jetzt würde ich von unten schießen. Und nochmal 3. Und nochmal 4. Autsch. Okay, für den brauche ich noch einen guten Winkel. Das ist leider vermutlich schon ziemlich weit rumgerannt weg. Ich denke mal, es müsste hier lang klappen. Hier! Okay, und jetzt weiß ich immer noch nicht genau, ich möchte einmal gucken, wenn ich hier lang gehe. Oh, super, Zauberhüpfer. Oh, hier hoch. Ah, habe ich aber doch schon alles gesehen. Ja, hier kam ich runter. Dann gucken wir mal weiter. Da ist hinten ist noch ziemlich viel auf der untersten Ebene. Nämlich hier lang. Hinter mir. Okay, das Ganze ist angetrieben mit Wasserkraft. Und was haben wir jetzt schon wieder für einen neuen Ort entdeckt? Hier ist noch ein Geocache drin. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Grab, ne? Ja, das ist das zweite Grab hier, was es hier gibt. Was fehlt mir denn noch? Noch zwei Geocaches nur noch. Die sollte ich, glaube ich, finden können. Und ein Grab. Und dann habe ich es auch sogar echt durch. Ich glaube, mit diesem Instinkt hat man hier echt ziemlich krass auf einmal Verbesserung, dass man alles so schnell findet. Und wieder ein Assassin's Creed. Hoffentlich fällt die jetzt nicht irgendwann mal hier runter. Und ich mache wieder Scheiße. Und hier unnötig drauf. Boah, was für Spinner, was für ein Baum, ne? Ah ja, das Lager, das ist gut. Wir haben einen PK-Punkt. Das ist dann der letzte. Und dann werden wir nicht abgehärtet, heißt es, sondern Spezialist. Und es gibt, glaube ich, nur noch hier. Da kann ich nicht, das brauche ich schon Spezialist, genau. Hier gibt es nur noch eins übrig, Spezialist. Alle Grafeingänge und Schatzkarten sind auf ihrer Karte verzeichnet. Auch krass. Und schmutzige Tricks habe ich noch nicht, oder? Habe ich nicht. Und ich habe das jetzt schon gemacht. Wann habe ich das denn gemacht, bitte? Alles klar. Ja, das habe ich, glaube ich, aber irgendwie wurde schon angewendet, nehme ich an. Und das habe ich auch. Hier gab es jetzt nichts mehr. Also nur die Dinger, die ich jetzt noch nicht benutzen kann. Das ist bei Jäger. Hier kommen die ganzen Pistolen, Bogen und Gewehr und Schrotflinte sowas.
Okay, dann müssen wir bei Kento was nehmen. Und wir nehmen einfach das hier. Schmutzige Tricks. Oder das hier. Okay, Steine und Dreck ins Gesicht werfen. Das klingt doch toll. Umschalten zum Ausweichen und F, um Feinden Dreck in die Augen zu werfen. Ob ich das mal schaffen werde? Also vermutlich ist es einfach F ist ja sowieso der Nahkampfangriff und wenn ich ausweiche und dann F drücke, dann haben die halt Dreck in die Augen. Hoffentlich kriege ich das irgendwann mal hin. Yeah, neue Fähigkeitsrang freigeschaltet. Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann um ihre beeindruckenden Fähigkeiten erlernen. Spezialist. Das machen wir doch direkt. Und ob ich das jetzt unbedingt haben will. Naja, wir machen die alle, glaube ich, der Reiner. Und es gab aber noch was ich machen wollte. Ausrüstung. Wir haben so viel, wir können jetzt alles, glaube ich, voll pimpen. Hier 1 von 1. 5 von 5. 6 von 6. 3 von 4. 5 von 5. Alles klar. Tolle Grabperspektive. Schützengraben, Schrotflinte und gepolsterter Griff. Weniger Umstoß. Alles klar. Jetzt kann ich meine Bergungsgut nur noch essen oder was? So viel habe ich übrig davon. Okay, hier ist mindestens noch diese eine Dingens. Und hier ist schon ein großer Bereich, an dem man eigentlich noch rumrennen könnte, ne? Aber hier runter komme ich jetzt nicht unbedingt. Naja, das war das, wo ich mir eben dachte, als ich glaube ich da oben war, ob das was bringen würde, hier runter zu gehen. Aber das sieht doch eher aus, als ob das nicht wirklich gedacht ist. Das sind nur abgestürzte Sachen und ich glaube, das ist nicht wirklich gedacht, dass man da viel rumrennt. Ist gar nicht so ausführlich ausgearbeitet. Okay, das letzte Grab in der Barackenstadt. Auch wieder von den Solari schon längst geplündert oder zumindest entdeckt und bevölkert. Ja, das Geocache. Wow, es geht aber wieder mal ordentlich hier. Ja, es muss auf jeden Fall noch einiges aufgedeckt werden hier, nehme ich an. Weil hier ist nicht das Ende. Wow, was ist jetzt auf einmal? Jawohl, man sieht's. Oh, das wird spannend. Und das ist auch noch nicht das Ende. Vielleicht geht es auch noch weiter sogar. Man sieht nichts. Jetzt sieht man ein bisschen besser alles. Ah, da hinten sehe ich schon was. Meine Fresse. Wow, hoch bitte. Nee, dann geh zur Seite. Was ist denn das jetzt für ein Indiana Jones Teil? Kann die höher? Ja, kann sie. Das bricht bestimmt ein, ich schwöre es euch. Ach du Scheiße. Was ist denn das für eine riesen tiefe Höhle hier? Okay, weiter. Geht's hier auch lang? Naja, hier kommen wir aber nur wieder zurück, glaube ich, ne, oder? Von da bin ich gekommen, auf jeden Fall. Ja, das ist der Gang. Okay. Hier werde ich später wieder zurückkommen.
das da vorne? Das ist auf jeden Fall Indiana Jones hier, glaube ich. Ich glaube, der muss die Karte noch weiter aufdecken danach. Was war das für ein Geräusch? Okay, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Aber das Grab, was jetzt kommen wird, das sehen wir uns im nächsten Part an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, Internet. Bis zum nächsten Mal. Bye.